Bei meiner Ex bin ich angestellt worden, das erste Mal, um Ausstellungen bei Händlern zu machen. Meine Ex war hier jung, es hatte alles nur Kaufleute, die hier gearbeitet haben. Und sie haben einen gebraucht, der die Produkte präsentiert hat, die sie hatten. Die Arbeit habe ich bei mir daheim gemacht, als ich angefangen habe bei der Mira X. Haben mir gesagt, ja, es ging noch 6-8 Wochen, bis ich ein Büro haben konnte. Daraus sind dann eher 6-8 Jahre geworden. Zuerst habe ich in einer Einzimmerwohnung gearbeitet. Das ist gut gegangen mit den Plattformen, die ein A3 gebraucht haben zum Zeichnen. Wo dann später der Showroom in Liefeld dazugekommen ist, ist es schwieriger geworden. Ich hatte grosse Zeichnungen, ich hatte ein riesiges Modell. Und ich konnte zu Nacht essen, wenn ich das Modell auf dem Balkon da hatte. Und auf dem Balkon konnte ich relaxen, wenn es Sommer war, wenn ich das Modell auf dem Badwannenrand da hatte. Und so ist dann einfach alles in der Wohnung rundherum gegangen. Und hat dazu geführt, dass ich dann halt eine grössere Wohnung gesucht habe. Die Mira X war das einzige Unternehmen, wo in der gleichen Farbe Teppich und Stoff herstellen lassen. Und mehr Harmonie als einfach etwas in der gleichen Farbe geht ja einfach nicht. Mira X hat dann gut funktioniert, oder hat dann funktioniert, wenn man Ton in Ton geschafft hat. Und wenn man das gemacht hat, dann habe ich die Kollektion schon komplett als harmonisch empfunden. Dass es die Ausstellung gibt, freut mich darum, weil ich der Meinung bin, Mira X ist die Geschichte von einer Firma, wo es schön ist, dass die noch mal erlebt werden kann. Es kann durchaus sein, dass wir angefangen haben, Stoff zu behalten, weil wir selber gemerkt haben, wir müssen ja auch immer wieder Produkte zum Markt ausnehmen und eigentlich die Ansicht gehabt haben, ich kann fast sagen, die Überzeugung, dass wir schon ein gutes Zeug realisiert haben. Mira X ist in den 90er Jahren verändert worden, weil in der Firma Möbelpfister sind neue Leute ans Ruder gekommen und die sind nicht mehr in dem Umfang wie der Toni Cipolla hinter dem Unternehmen gestanden. Das Unternehmen ist darum in Schritten weiterverkauft worden und mit dieser Veränderung ist natürlich auch das ursprüngliche Gedanken verloren gegangen. Das hat nicht direkt wehgetan, das empfinde ich nicht so. Aber es hat keine Begeisterung ausgelöst. Wir haben es wahnsinnig schade gefunden.